Hallo Freunde, wieder einmal ist das Schuhsport-Weltenwork in einer Reihe. Heute wieder mit Leonie und mir, mit Detlef. Wir haben heute ein HIIT-Training vorbereitet, ein High- oder hohes intensives Intervalltraining. Wir werden fünf Übungen haben, fünf Übungspaare. Die werden wir in einer gewissen Zeit durchziehen, mit einer kleinen Pause. Und ja, ich bin Ja. gespannt. Wir haben für uns die Zeit schon ein wenig kürzer gemacht, weil wir glauben, oh, das könnte, gerade wenn man jedes Mal den gleichen Bereich belastet, das könnte sehr anstrengend werden. Wir entscheiden, haben dafür so entschieden. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr es noch kürzer oder sogar länger macht oder andere Übungen nehmt. Schaut rein, macht mit. Wir sind gespannt. Ja, also auch von mir nochmal herzlich willkommen. Genau, wie Detlef schon erklärt hat, machen wir heute mal wieder ein bisschen Ja. richtig durchpowern. Ja, wie gesagt, wir glauben, das wird gut anstrengend. Ihr könnt ja erstmal mit uns einsteigen und dann gucken, ob die Genau. Intervalle für euch so passen Genau. oder ob ihr die noch Ich irgendwie glaube, die anpasst. Gesamtzeit, wir haben ausgerechnet, roundabout mit allen drum dran, um die 30 Minuten, ne? Also Genau. plus minus eine Minute. Okay, wir fangen ganz einfach mit ein bisschen Warm-up, Mobilisierung an. Wir legen uns auf den Rücken. Ein Bein ist gestreckt, das andere ziehen wir zur Brust und strecken das Bein nach oben. Lass uns runtergehen und wieder bis zur Streckung. Machen wir achtmal mit dem rechten Bein. Dann selbstständig wechseln. Wenn es jetzt mal so ein bisschen raschelt und knackt, das ist nicht so schlimm. Ich höre das bei dir auch gerade. Nochmal höre ich meine eigenen Knie. Okay, gut, dann einmal ein Bein aufstellen. So, und jetzt so ganz kleine Bewegung nach vorne, dass die Hüfte ein wenig oder Hüftbeuger ein wenig gedehnt wird. Kleine Bewegung, gerade Oberkörper. Gerne kann man auch so ein bisschen, so wie es Leonie macht, auch ein bisschen nachdrücken mit der Hand noch. Okay. Wechseln, andere Seite. Wechseln nochmal. Jetzt stellen wir das Bein rechts raus, das rechte Bein rechts raus. Und jetzt geht es an die Innenseite der Oberschenkel. Wechseln. Seite. Okay, gut. Noch einmal auf den Rücken legen. Das rechte Bein rüberlegen, die Arme auseinander, hier zusammenbringen und dann zur rechten Seite rüber, der Kopf folgt. Auch das muss nicht schnell gehen, langsam und kontrolliert. Wieder achtmal. Sollte eigentlich bei jedem Mal, sollte der Arm weiter runterkommen. Und das gegenüberliegende Knie vielleicht auch weiter unten aus der Erde bleiben. Also bei mir geht es schon so ein bisschen hoch. Das ist ja, mangelnde Beweglichkeit.
wechseln, andere Seite. Wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt, heute würde ich mir was zu trinken hinstellen. Das macht Sinn, zwischen den Belastungen einen kleinen Schluck zu trinken. Okay, gut. Und einmal noch in die Liegestützposition. Die werden wir heute auch noch öfter haben. Ja, mit Sicherheit, ja. Also, Liegestützposition und die rechte Hand an die linke Schulter führen, kurz halten und zurück. Gut, okay, das sollte eigentlich gewesen sein. Ja, die Belastungen und die ganzen Übungen werden heute ausschließlich mit dem kleinen Kasten laufen. Das heißt, klar, so einen Sportkasten wird man zu Hause nicht haben, aber da wird es jede Bank tun, jeder Stuhl oder einen Kasten. Eine Bettkante. Ja, genau. Vielleicht. Damit könnte man jetzt ganz entspannt arbeiten. Die Matte brauchen wir nicht mal, die braucht man nur zum Warm-up. Also im Grunde ist das hier ein Workout, Work-in, so rund um den kleinen Kasten. Genau, und wir würden jetzt loslegen mit der ersten Tabata-Paarung. Wir haben das so ein bisschen sortiert, also die ersten 8 Intervalle gehen ein bisschen auf die Arme. Und ich zeige euch mal beide Übungen, damit ihr dann gleich wisst, wenn wir schnell wechseln müssen zwischen den Übungen, wie es weitergeht. Also wir gehen in die Liegestützposition mit den Beinen auf dem Kasten und wandern jetzt um den Kasten rum. Und immer wenn wir ein Viertel um den Kasten rum sind, machen wir einen Liegestütz. Und dann könnt ihr entweder weitergehen oder Richtungswechsel. Und wenn ihr dann wieder ein Viertel habt, wieder einen Liegestütz durchführen. Das ist die erste Übung. Und die machen wir im Wechsel zusammen mit den Dips. Die kennen die meisten wahrscheinlich. Also wir setzen unsere Arme auf dem Kasten ab und senken den Po und drücken uns dann mit den Armen wieder raus. Das wird die zweite Übung sein. Genau. Und je nach Schwierigkeitsgrad, bei den Dips kann man die Beine ein bisschen anwinkeln, da wird es ein bisschen einfacher. Beim Liegestützwandern, wir werden versuchen, die Füße aufzusetzen. Wenn das zu schwierig ist, kann man halt auch die Schienbeine drauflegen. Da ist mehr Last auf dem Kasten. Und dann wird das Ganze ein bisschen einfacher. Ich glaube, dass wir unseren Timer, der ist diesmal, glaube ich, sichtbar im Stream. Also ihr könnt das gut mitverfolgen, ob wir das vernünftig machen und nicht schon 5 Sekunden vorher aufhören. Und ihr könnt die Zeit entsprechend mitnehmen. Genau. Also wir machen nochmal 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause bzw. Wechsel zur nächsten Übung. Und das machen wir dann jede Übung 4-mal, also insgesamt 8 Übungen. Dann kurze Trinkpause und dann geht's weiter. Genau. Okay. Okay. Du machst dann den Timer an. Ja. Gucken, ob ich dann noch. Lower. Ja. In 5 Sekunden geht's los. Und. Pause. Jetzt kommen die Dips. Und ab.
15. Halbzeit. Noch 5. Und gut. Uiui, jawohl. Noch 3 Runden, ne? Richtig? Genau. Jetzt haben wir jede Übung einmal angetestet. Und weiter geht's. Halbzeit. Noch 3. Gut. Zweite. 2, 1 und ab. Halbzeit. Auch wenn es ein bisschen anfängt zu brennen, das ist völlig normal. So. Jawohl. Arme ausschütteln. Oh. Hälfte haben wir von den Übungen. Gott sei Dank. Die 20 Sekunden sind gut gewählt. Und ab. Halbzeit. Und 10 zusammenbeißen. Jede Übung noch einmal. Komm hoch. Ach, jetzt habe ich den Liegestütz vergessen. Letztes Mal die Dips. Ach so, ja, stimmt. Oh, ich dachte, wir wären durch. Leider danke. Nicht. 8 Sekunden. Hui. So. Erstes von 5 Übungspaaren haben wir geschafft. Jetzt einen Schluck trinken und dann erklären wir gleich die nächsten 2 Übungen. Ja. Oh. Ja, wie gesagt, nur einen Schluck. Nicht den Bauch mit einem halben Liter Wasser jetzt voll trinken. Das wird nichts. Hui. So, eben war es sehr armlastig. Jetzt geht es an die Beine. Und zwar ganz normale Kniebeuge. Wir stehen schulterbreit vor dem Kasten. Füße leicht nach, wirklich ganz leicht nach außen. Gehen runter, gerade oben. Touchieren nur ganz kurz. Nur kurze Berührung am Kasten. Nicht hinsetzen. Auch schon kurz touchieren, das muss reichen. Achtet darauf bitte, wenn ihr runtergeht, dass euer Haken belastet ist, dass er nicht nach oben kommt. Gerne kann man zur Kontrolle die Zehen auch so hoch nehmen, dann kann der Haken gar nicht erst nach oben genommen werden. Die zweite Übung, die wir damit abwechseln, sind einbeinige Kastenaufstiege. Also ich fange mal an mit dem linken Bein, setze den Kasten auf. Mach einen kurzen Sprung auf dem Kasten einbeinig und dann wieder runter. Genau, das machen wir dann mit dem linken Bein und wechseln dann, das sagen wir dann aber an. Genau, ich fange jetzt hier mit dem rechten Bein an,
zieh 30 Sekunden durch, dann kommt die Kniebeuge, zweiten 30, sind dann halt mit dem linken Bein sowas für beide Beine zweimal belasten. So, bist du soweit? Ja, ich glaube schon. Schön. Fang an mit der Kniebeuge. Ja, okay, passt das so ja noch? Ja. Nehmen wir beide zuerst das rechte Bein. Jawohl. Nehmt ruhig die Arme mit als Schwungelement. Habt da auch einen Rhythmus. Okay. Achtet hier auch auf eure Atmung, gleichmäßig mit jeder Belastung. So, jetzt das bei mir linke Bein, ich glaube bei dir auch, ne? Ja, genau. Genau das gleiche. Halbzeit. Jawohl. Acht. Okay, wir wechseln jetzt andere Bein. Ein letztes Mal Kniebeuge, richtig, ne? Genau, ja. Dann noch einmal links, dann haben wir das auch schon. Das letzte Mal. Jawohl. Super. So, jetzt haben wir einmal Arme, einmal Beine, kurze Pause, kleinen Schluck trinken. Und dann geht's auf den Bauch. Die nächsten zwei Übungen sind für den Bauch. Das ist ein richtiges Ganzkörpertraining heute hier. Mich beschleicht so ein bisschen die Angst, dass hier eine Einheit für deine Vorbereitung für die nächste Bundesliga-Saison sein wird. Aber ja, cool. Macht auch immer viel Spaß. Und letztendlich, es macht auch immer zu zweit viel Spaß. Ne? Alleine kann man das auch machen, stimmt. Ohne Zweifel. Ist der Grad natürlich der Selbstdisziplin sehr hoch. Wenn man weiß, wofür man es macht, für die Mannschaft, für die Saison,
für die Verbesserung der Leistung. Ne? Aber wenn man es zu zweit macht und man kann sich ein bisschen pushen und guckt im Augenwinkel, oh, da drüben ist schlappier, okay, ich bin besser drauf oder so, ne? Das macht halt schon mehr Spaß. Ne? Oder man denkt, man kann nicht mehr und dann sieht man drüben Detlef, wie schnell er die Dips macht, dann denkt man, jetzt kann ich nicht aufgeben. Ja, genau. Also es ist einfach, ist immer cool. Okay, nächste Beinübung. Ja, eine Übung, ganz simple Übung, Sit-Ups. Also wir legen die Beine auf dem Kasten ab. Mach das jetzt mal so quer. Ist, denke ich, relativ klar. Also wir legen die Beine ab und kommen dann eben nicht mit Schwung aus dem Oberkörper hoch, sondern eben wirklich aus den Bauchmuskeln. Genau. Das ist die erste Übung. Zweite Übung, bringen wir unsere Füße auf den Kasten drauf. Wir hatten das vorhin beim Warmmachen schon mal. Rechte Hand, linkes Bein, rechtes Bein. Rechte Hand, linke Hand. Zack, zack. Okay. Okay. Das ist der Plan. Das ist die nächste Runde. Wir starten. Ich gehe schon mal in Ausgangsposition. Mit den Sit-Ups. Halbzeit. Okay. So. Oh, jawohl. Oh, jetzt muss ich mich schon in den Ohren hochziehen. Ein bisschen. Auch da könnt ihr natürlich die Schienbeine rauflegen. Wo es mit dem nach vorne gehen, ist ein bisschen schwieriger. Wichtig ist, dass ihr dabei nicht durchhängt. Das ist wirklich entscheidend. Dritte Runde. Noch fünf. Man kann ja für sich insgeheim auch mal mitzählen und gucken, ob die dritte und vierte Runde, ob er die gleiche Anzahl schafft wie bei der ersten und zweiten Runde. Noch einmal. Da schnaufen wir euch gerne. Ein letztes Mal. Oh.
dritte Runde auch erfolgreich geschafft. Oh je, je. Wir nehmen wieder einen Schluck Wasser, bevor es gleich weitergeht. Versucht euch zu bewegen. Nicht zu sitzen, nicht liegen bleiben. Also wenn jetzt der Bauch wirklich jetzt sehr beansprucht und krampft, dann könnte ich jetzt einmal sich kurz einmal so hinlegen und einfach mal so vorsichtig den Bauch so dehnen. Die Spannung rausgeht, wäre machbar, ist aber nicht zwingend notwendig. Ich merke das selber, das war schon ordentlich. Vierte okay. Runde. Ja, ich fange mal an, die nächsten zwei Übungen kurz zu erklären. Erste Übung ist das Beckenheben. Also wir setzen die Füße auf dem Kasten ab, heben das Becken an und dann können wir das, könnt ihr variieren, entweder ihr nehmt ein Bein hoch und senkt dann das Becken und geht wieder explosiv raus oder ihr macht es beidbeinig. Ich glaube, wir fangen mal an mit einbeinig, genau. Wechseln dann die Beine und wenn es zu intensiv wird, könnt ihr eben genau. Auf beide Beine gehen. Dann auch ruhig, wenn wir das rechte Bein in der ersten Runde gehoben haben, dann das linke Bein in der zweiten Runde. Genau, in die Form, ja. Dass wir das wechseln. Genau. Ja, und die Lunges zeigt doch auch mal, die sehen bei dir besser aus als bei mir. Also auch eine Übung, die meisten kennen. Wir setzen ein Bein nach vorne, das andere hinten, den Fuß vorne auf den Kasten und gehen dann einbeinig runter. Auch da wechseln wir die Seiten. Also ich habe es jetzt erst mit dem linken Bein gemacht. Und achtet darauf, wenn ihr runter geht, dass euer Knie nicht vor euren Fuß geht, genau. Sondern dass ihr wirklich gerade Oberkörper, so wie es hier gerade gezeigt wird im Profil. Okay. Wollen wir anfangen? Bist du bereit? Ja, los, komm her. Ja, bereit ist was anderes, aber vierte Runde. Ich freue mich auf jeden Fall. Los geht's mit dem Beckenheben. Okay, dann, ich habe jetzt mit links gemacht, mache jetzt auch mit die Lunges zuerst mit links. Und dann wechseln wir jetzt das Bein. Genau. Ich probiere es jetzt mit beiden Beinen aus. Hälfte haben wir. Erste Bein wieder.
So, und ich werde jetzt 10 mit dem rechten und 10 mit dem linken machen, also innerhalb des Satzes wechseln. Und wechsel. Letzte Übung. Noch 10. Wieder gehen. Beine ausschütteln. Kleinen Schluck trinken. Da habt ihr hoffentlich auch gemerkt, oh ja, dass es so auf die hinteren Oberschenkel, aufs Gesäß ging. Haben wir das jetzt auch abgearbeitet. Eigentlich haben wir jetzt fast alles. Arme, Beine, Bauch, Po. Jetzt haben wir uns noch 2 Übungen, die so für den ganzen Körper ein bisschen anspruchsvoller sind. Da habe ich am meisten sind. Angst vor. Das wird anstrengend. Überlegt. Da geht es auch auf die Pumpe definitiv. Ihr kennt das. Einmal Burpees. Ich stelle meinen Katz jetzt mal anders. Und zwar, wir starten. Einmal indem wir auch runtergehen. Zack. Auf, auf. So, Nummer 1. Jawohl. Nummer 2. Nummer 2. Machst du oder ich? Ja, ja, kann ich machen. Mal von der Seite. Gehen wieder in die Liegestützposition. Genau, ich zeige es von der Seite. Und steigen mit den Händen immer auf den Kasten und wieder runter. Könnt ihr wechseln, ob ihr mal mit rechts zuerst oder mit links zuerst. Oder die eine Serie nur mit rechts aufsteigen und dann mit rechts runter oder rechts rauf, links runter. Da könnt ihr ein bisschen spielen. Das wird nochmal. Ja, es wird hart. Richtig, ja. Es wird anstrengend. Aber es ist auch die letzte Runde. Genau, und letztendlich das Tempo bestimmt ja jeder selber von euch, sodass nichts passiert. Wollen wir? Ja. Müssen wir, oder? Das interpretiere ich mal als ja. Oha. Okay, los geht's mit den Burpees. Ja. Ah, jetzt habe ich geschummelt. Ich habe den jetzt nicht mehr gemacht. Okay, Liegestützposition. Du schaust unten? Ja. Ah.
Hälfte. Oh, es wird weniger. Einen noch, oder? Ja, jede Übung noch einmal. Herrlich. Schweiß läuft schon. So, jetzt noch mal Zähne zusammenbeißen. Allerletzte Übung für heute. Sauber. Oh, herrlich. Klasse. Schöne Einheit. Du hast Spaß gemacht. Ist auch echt anstrengend. Hat den Namen Hit-Training verdient. Oder definitiv. Genau. Und ihr seht, nur so ein kleiner Kasten oder eine kleine Bank kann euch schon so aufarbeiten. Und das sind nur 30 Minuten. Genau. Richtig intensives Work-in in eben nur 30 Minuten. Und da gibt es sicher noch ganz viele andere Übungen, ne? Viele Ganzkörperübungen, noch dynamischer, ein paar statische Übungen. Ich glaube, wer unsere Reihe verfolgt hat, der hat immer mal Übungen gesehen, die auch hierfür taugen, die man machen kann. Seid weiterhin kreativ. Blättern kann man ja nicht schlecht sagen. Aber guckt euch mal ein paar Sachen an, ne? Wenn euch eine Idee fehlt. Nicht nur wir beide machen das ja, wir sind ja ein großes Team an dynamischen Sportlern und ja, hervorragend. Wir machen noch ein bisschen Cooldown, mal noch gemeinsam, fangen wir unten an, ist okay? Ja. Weil wir können den Kasten... Kasten mal ein bisschen zur Seite. Ach, ich glaube, einen kleinen Schluck nehme ich auch. Okay, wir fangen mit der Wade an. Beide Füße zeigen nach vorne. Das hintere Bein, der Hacken wird in die Erde gepresst. Wechseln. Versucht jetzt eure Atmung und aufhören zu kontrollieren, ruhiger zu werden. Nochmal wechseln. Jetzt nehmen wir, ich nehme das linke Bein nach vorne. Gehe nicht ganz so weit. Nehme den Oberkörper nach vorne runter, Brust raus. Das vordere Bein ist gestreckt, das hintere kann gerne ein bisschen angewinkelt sein. Genau. Und jetzt ziehe ich den vorderen Fuß an und der Oberkörper bleibt aber unten. Sollte auch wieder im hinteren Bein, Wade. Ein wenig dehnen. Langsam auflösen. Wechseln. Hinten leicht angebeugt. Vorne runter. Jetzt das Fuß auf den Hacken stellen.
Gut. Dann gehen wir in die Knieposition. Jetzt machen wir es nicht so wie vorhin, dass wir leicht gewippt haben, sondern wir gehen nach vorne in die Dehnung und bleiben auch da. Ich nehme jetzt meinen linken Arm, lehne den rechten Arm über das andere Bein, verdrehe dabei meinen Oberkörper noch. Und kann jetzt noch hinten mein Bein anziehen. Okay. Wechseln. Den Arm wieder rüberlegen. Langsam das hintere Bein. Langsam auflösen. Gut, bleiben. Nehmen die Arme nach vorne und bringen die Schulter nach unten, soweit es geht. Linke Schulter nur runterbringen. Wechseln rechts. Okay, die Hände jetzt nach hinten nehmen und vorsichtig jawohl und gut, prima. Ja, Leonie, hat mir wieder irre viel Spaß gemacht mit dir. Ja, mir schön, auch wenn es sehr anstrengend war schön heute, gebettelt. Macht einfach Spaß, wenn ich rüber gucke. Das motiviert mich. Oh, die hört nicht auf. Wahnsinn, ich muss weitermachen. Also echt klasse. Und ich kann euch auch empfehlen, macht das auch zu zweit mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin. Bleibt weiterhin dabei. Schaut weiterhin in unser Forum, in unsere Streams. Werden noch gute Einheiten kommen. Gerne aber auch mal zurückgucken. Und genau, einiges haben wir ja schon gemacht. Genau, manches wiederholt sich so ein bisschen. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, bis dann. Tschüss.